Der ehemalige österreichische Kanzler Sebastian Kurz, hier zu sehen am Freitag bei seiner Ankunft vor Gericht, ist wegen Falschaussage zu einer Bewährungsstrafe von 8 Monaten verurteilt worden. Das Landesgericht Wien sah es als erwiesen an, dass sein Einfluss bei der Besetzung des Chefpostens der staatlichen Holding ÖBAG größer war als von ihm behauptet, wie der leitende Richter am Freitag ausführte. Dies stellt einen schweren Schlag für die möglichen Comeback-Pläne des ehemals führenden ÖVP-Politikers dar. Der Prozess hatte im Oktober unter großem Medieninteresse begonnen. Bei dem Verfahren ging es um Aussagen von Kurz vor dem Untersuchungsausschuss des Parlaments im Juni 2020, als er seine Rolle bei der Vergabe von Vorstandsposten bei der Staatsholding beschrieb. Kurz hatte erklärt, er sei über die Postenbesetzung von ÖBAG-Chef Thomas Schmidt informiert, aber in die Vorgänge nicht involviert gewesen. Kurz äußerte sich nach dem Urteil so: Ich bin in 2 von 3 Vorwürfen freigesprochen worden. In einem der 3 Vorwürfe ist der Richter der Meinung, dass ich im Untersuchungsausschuss eine Falschaussage getätigt habe. Konkret geht es um die Frage nach der Entscheidung über die Aufsichtsräte. Ich habe damals im Untersuchungsausschuss die Frage, ob ich eingebunden war, bejaht. Ich habe auch gesagt, dass ich um die Meinung gefragt worden bin und dass der Finanzminister die Entscheidung getroffen hat. Meiner Wahrnehmung nach hat das auch so stattgefunden. Ich habe auch im Prozess eigentlich miterlebt, dass das von mehreren Zeugen so bestätigt worden ist, unter anderem auch vom Finanzminister selbst. Und insofern wird es Sie nicht überraschen, dass ich diesen Teil der Entscheidung als sehr ungerecht empfinde. In einem Rechtsstaat hat man Gott sei Dank Möglichkeiten, auch dagegen vorzugehen. Das tun wir selbstverständlich. Wir haben berufen und ich bin eigentlich sehr optimistisch, dass wir hier bei einer zweiten Instanz auch Recht bekommen. Der 37-Jährige war 2021 wegen Korruptionsvorwürfen als Kanzler zurückgetreten. Diese sind viel schwerwiegender als eine Falschaussage und stehen im Zusammenhang mit dem Verdacht, Beamte im ÖVP-geführten Finanzministerium hätten öffentliche Mittel verwendet, um gefälschte Umfragen und wohlwollende Berichterstattung zu kaufen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen Untreue, Bestechlichkeit und Bestechung gegen Kurz, hat aber bisher keine Anklage erhoben. Vielen Dank.